Moin Leute, ich bin jetzt bei Stunde 83 und wir haben hier schon einiges an Sand reingesteckt. Wir haben mittlerweile, sag ich heute einmal mein Dorf, einmal alle Werkzeuge haben wir schon zum Kochen. Dann haben wir schon Haustier. Das Haus habe ich tatsächlich nicht groß ausgebaut weiter, weil mir das noch nicht so wichtig erschien. Haben wir hier draußen eine Hundehütte, ein paar Kisten, wo wir alles Mögliche drin sammeln. Ich sammle nur da alles in der höchsten Qualität aktuell. Das zeige ich euch gleich aber auch nochmal unten. Dann haben wir hier unten meine Felder, die ich angelegt habe, weil ich schon die größten Sprenkler habe, die man haben kann aktuell. Man sieht, sehr, sehr praktisch. Dann habe ich hier so eine kleine Allee gebaut. Die Bäume links werden noch abgefällt, die sind einfach nur zum Benutzen. Hier sammle ich alles für die Bäume drinne. Hier haben wir ein kleines Gartenhaus, wo wir alles abfarmen können. Kleiner Tipp von mir, um die Sachen schnell abzufarmen, einfach die Hacke. Damit könnt ihr kurz durchlaufen, alles abhacken. So müsst ihr nicht alles einzeln sammeln, das geht so ein bisschen schneller. Dann anschließend gehen wir gleich nochmal runter. Wir haben ja auch noch schließlich ganz viele Tiere. So, reicht schon. Hier sind noch Sojasprossen. Oder Boden, so. So, hier muss ich aber auch noch neue Sprenkler einbauen, das geht aber ganz schnell. Von da aus gehen wir jetzt mal runter zu den Tieren. Hier haben wir so ein paar Ställe gebaut, um die ganzen Tiere auch hier zu beherbergen. Hier haben wir Bäume gebaut, die wachsen aber noch mit Pfirsichen und weiß ich nicht was alles. Können wir gerne mal zu den Tieren gehen. Dann haben wir hier eine kleine Ecke mit zwei Teichen. Ich sage euch wirklich, das hilft, das Angeln hochzubringen. Wenn ihr hier hochwertige Fische reinpackt, geht das Angeln hoch, weil ich finde, das Angeln ist sehr langwierig, genauso wie das Tiere fangen. Wenn ihr hier nur hochwertige Tiere reinpackt, zählt es auch, als ob ihr sie selber gefangen habt. Hier züchten wir Pilze. Dann haben wir hier oben ein Pferd zum Ausreiten. Gleichzeitig haben wir hier alle Produktionssachen. Hiermit kann ich Sachen duplizieren. Dann Stoffe herstellen, Getränke herstellen, Öfen, Honigherstellung, Sachen zum Trocknen, wie man sieht. Gleichzeitig die, St ja, hier sind nur Steine drin. Hier ist alles mögliche an Honig drin. Und die Blumen dazu. Dann die ganzen Erze. Hier haben wir die ganzen Flaschen, die wir hergestellt haben. Stoffe, verschiedene, in verschiedenen Qualitäten. Dann haben wir hier Solaranlagen für die Batterien. Dann können wir hier Weizen herstellen. Hier stellen wir die ganzen Käsesachen her, die ich dann hier sammle. Hier die ganzen Mayonnaise zum Produzieren und hier die ganzen Sachen zum Altern. So wie zum Beispiel das große tausendjähriges Ei und so weiter. Genau. Hier sind die Einmachgläser. Und dann können wir nochmal zu den Tieren gehen. So, die sind jetzt frei. Da kommen aber noch einige dazu. Ich muss die anderen beiden Ställe nur ausbauen. Die laufen jetzt hier frei rum und da kann man dann Federn sammeln, Trüffeln sammeln durch die Schweine und alles Mögliche. Schreibt mir einfach in die Kommentare, wie weit seid ihr denn und wie viel Spielstunden habt ihr in dem Spiel?